Okay, ich habe keine Heilung mehr. Der schießt. Oh nein, die Kristalle sind weg. Ach, von dem krieg ich Pfeile. Und ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? Gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Woher kriege ich denn eigentlich dann neue Heilung? Eigentlich? So? Falls ich sie gebrauche. Da fliegt etwas. Aber ich muss doch irgendwie da hoch. Geht's nicht da oben weiter? Ist auf jeden Fall auch noch so ein Fliegeding. Ja, ich muss nicht hoch. Ja. Nein, ich... Okay, das Problem ist... wenn man zum Beispiel pariert und in eine bestimmte Richtung drückt, macht ja automatisch diesen Spezialangriff da. Das ist ein bisschen schade, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt meinen Spezialangriff anwenden. Das war knapp. Ja, warte, schieß nochmal. Achso. Hä? Ich drücke RT, um dich durch die Luft zu bewegen? Sicher nicht. Ah. Ja, das ist mir zu viel. Ich muss mir gerade zu viel Steuerung merken. Das geht schief. Das ist bestimmt eine Falle. Oder ist das das Zeichen dafür, dass ich da lang muss? Und ich bin fast tot. Das ist voll peinlich, wenn ich in der Demo sterbe. Aber das Spiel ist es auch so. Es ist ziemlich schnell. Rasant. Simorgs Schutz. Simorg ist Gerechtigkeit und das Maß aller Dinge. Von den Ebenen von Fars bis zum Niltal mildert der schützende Schatten seines majestätischen Flugs die verschwenderische Wärme Mithras. Die Ähren von Weizen, Gerste, Walch und Einkorn reifen ohne je zu vertrocknen. Die Ernten sind üppig und ernähren das Volk. Solange seine Schwingen den Himmel Persiens beehren, werden Zufriedenheit und Wohlstand herrschen. Also ich meine, die Kristalle heilen auch so ein bisschen ab und an. Aber jetzt nicht so wirklich. Oh, ein Bäumchen! Ich möchte dahinter gehen. Dort hinter möchte ich. Oh. Amulette. Ich kann zwei Amulette ausrüsten, wie es scheint. Klingentänzer. Führe am Ende der erweiterten Combo einen fünften Angriff aus. Drücke X, wenn der vierte Angriff den Gegner trifft. Ich spam halt einfach nur X. Weiche Angriffen aus. Du bewegst dich hinter den Gegner und fügst ihm moderaten Schaden zu.
Eure 5 Pfeile in einem weiten Bogen. Fernkampf habe ich bis jetzt noch nicht wirklich genutzt. Chakram-Sog. Verursache durch Drücken von Y Flächenschaden an der Chakram-Position. Aber Y ist eigentlich Fernkampf. Wandle einen kleinen Teil des erlittenen Schadens in Atra um. Nach einer erfolgreichen Parade stellst du eine moderate Menge Gesundheit wieder her. Erhöht den Schaden von allen Nahkampfangriffen in der Luft. Also wir rüsten das aus. Und das. Und Atra-Kräfte. Ja, das sind diese Spezialfähigkeiten. Das ist die ich jetzt immer genutzt habe. Oder? Ja. Wir hätten aber noch Shabbas Seele. Führe einen mächtigen Kreuzhiebangriff über... Ich spreche den Namen falsch aus. Sargons Kopf aus. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner. Kann am Boden in der Luft eingesetzt werden. Und das ist dieser zweite Angriff. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich da für eine Kombi drücken muss, um den einzusetzen. Erzeuge eine Explosion und eine Heilungszone. Oh, die allmählich Gesundheit wiederherstellt. Vielleicht sollte ich mir das mal merken, wie ich das nutze. Gegner in der Nähe werden zurückgestoßen. Kann nur am Boden eingesetzt werden. Komme ich hier nochmal irgendwie... Im Menü gibt's... Achso, es geht vielleicht bloß gerade nicht. Oh. Was machst du hier? Dieser Ort ist zu gefährlich für ein Kind. Keine Sorge. Ich kenne die Zitadelle besser als sonst jemand. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Ich habe mit jedem Wesen gesprochen und gestritten. Und ich kenne jeden Baum hier. Wie diesen? Sind diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Sorry, ich habe gerade den Dialog ein bisschen übersprungen. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue Kraft. Es gibt viele Wakwak-Bäume auf dem Berg Kaf. Du sagst, du kennst dich hier aus? Wir suchen Soldaten wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer Generalin. Hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz? Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Aber wenn du deinen Freund auf dem Berg Kaf verloren hast, dann brauchst du ein Auge des Wanderers. Was ist das? Es ist etwas sehr Seltenes und sehr Altes. Hier, für dich. Dieses magische Glasauge verleiht seinem Träger die Fähigkeit, den gesamten Berg Kaf zu überblicken. Oh, eine Karte. Hör zu, probier es aus. Okay, hier sind wir schon lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also... Baum, nicht der Kunde der Weg, letzter Tod, Respawn. Punkt. Einseitige Blockierung, ist das dann nicht eher eine Blockade? Aber gut. Was weiß ich schon. Okay, wir haben eine Karte. Hier, dann zeige ich dir doch gleich einen Trick, um sich Orte auf dem Berg Kaf zu merken. Erhöhe die Anzahl an Erinnerungsfragmenten. Nimm regelmäßig Bilder von der Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Erinnerungsfragmente. Auf Berg Kaf gibt es viele unzugängliche Wege und Schätze, die du erst mit neuen Fähigkeiten erreichen kannst. Es ist wichtig, dass du dir diese Orte einprägst. Nutze Erinnerungsfragmente, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Nimm regelmäßig Bilder von deiner Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Aha. Danke, junge Dame. Ich
kenne deinen Namen gar nicht. Ich heiße Fariba. Ich bin Sargon, Krieger der Unsterblichen. Oh, das klingt sehr beeindruckend. Also dann, Sargon, wir treffen uns sicher auf dem Berg Kaf wieder. Ich teile meine Entdeckungen mit dir, wenn ich kann. Dafür brauche ich aber Zeitkristalle. Zeitkristalle? Willkommen auf dem Berg Kaf. Tschüss. Ah, da kommen wir noch nicht hoch. Deswegen sollten wir uns das ja auch merken. Okay. Gut. Gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Aber gibt's denn immer Skins? Oh, das gibt noch andere Klamotten. Ich wollte hier noch mal kurz gucken. Ah, die Atrakraft. LT und X oder Y. Dann habe ich immer LT und X genommen. Und wenn ich LT und Y nehme, dann habe ich diesen Heilkreis, wenn ich das jetzt so richtig wollte. Oh, mit Schild. Es wird spannender. Das ist auf jeden Fall meine Art zu kämpfen. Einfach draufhauen. Oh! Ich wollte gerade noch springen, aber... Aber war zu spät. Warte, wie konnte ich noch mal rutschen? Oh. Weil hier unten ist ja, glaube ich, das sieht aus wie eine Falle. Da gehen wir nicht lang. Das sieht aus trotzdem wie eine Falle. Können wir hier hoch? Ah, wenn du schnell genug bist. Geht's. Da ist ein Bogenschütze. Okay. Wo soll ich jetzt lang? Da oben ging es nicht weiter. Ja. Weg gefunden. Was ist das? Was ist das für ein... Mit Effekt? Sterbe ich da? Da ist irgendein Schatten. Habt ihr das gerade da hinten gesehen? Da? Mich doch. Warte mal, kann ich jetzt rein theoretisch?
Okay, das ist halt wirklich einfach nur eine Erinnerung. Ich habe da jetzt keinen Vorteil dadurch. Kann jetzt nicht irgendwie hinreisen oder so. Wäre aber schön gewesen. Warte, wo muss ich lang? Was, die hat das Ding benutzt? Nix da. Da oben ist irgend sowas Komisches. Was jetzt mit diesem der Zeit zu tun? Muss da bestimmt reinspringen, oder? Ah, ha! Geht das jetzt auf Zeit? Muss ich mich jetzt beeilen? Mich einfach. Stopp. Das bin ich gemein. Ich hasse fliegende Gegner. Okay, also wenn du halt zu früh blockst oder parierst, kommt diese rote Optik. Und du kriegst halt Schaden. So, ich habe jetzt keine Heilung mehr. Muss da hoch. Nicht der ursprüngliche Plan, aber hat auch funktioniert. Oh, Pfeile prallen ab. Oh Gott, oh Gott. Aber Fallschaden gibt es keinen. Okay.